Ja, Freunde, wie im letzten Video angekündigt, es gibt noch weitere zahlreiche Fragen, die offen geblieben sind per Insta. Dementsprechend folgt dort drüben gerne fürs nächste Q&A. Jetzt legen wir mit den Fragen von heute los. Viel Spaß dabei. Okay, erste Frage. Mark I90. Hi Olli, gute Scheibenversiegelung ohne Ruckeln der Scheibenwischerblätter. Kann ich dir nicht zu 100% versichern, dass es klappt? Muss man wirklich ganz klar meiner Meinung nach so sagen, denn du weißt nie genau, also ich konnte nie rausfinden, lag es an der Scheibe, lag es an den Wischerblättern, lag es an der Versiegelung. Es ist ein Glücksspiel meiner Meinung nach. Und ihr wisst das, beim AMG C63S hatte ich nie eine Scheibenversiegelung drauf. Bei meinem aktuellen 5er BMW, ich habe auch noch keine drauf gemacht. Warum? Weil ich Schiss habe, dass es anfängt zu rattern, weil mir es auf den Sack geht. Und ganz ehrlich, es ist okay, aber es kommt schon darauf an, was für Regentropfen runterkommen, ob du den Scheibenwischer einschalten musst, ja oder nein. Ab 60, 70 km/h, je nachdem, in welchem Winkel die Windschutzscheibe steht und so weiter und so fort. Das ist eine Physik für sich. Also, ich weiß es nicht. Wenn du aber eine gute Scheibenversiegelung haben möchtest, kann ich dir empfehlen, beispielsweise, ganz klar, das Giant View. Entweder hier in dieser aufwendigeren Variante oder eben in der neuen Variante des Quick View, was eine geringere Standzeit hat, was man easy auftragen kann. Oder aber, wenn es halt wirklich günstig sein soll, ein Soft 99 Glaco, Ultra Glaco, so heißt es richtig. Zack, hier abgemacht, aufgetragen, ablüften lassen, Überschüsse abnehmen, fertig ist das Ding. Als Tipp, was du machen kannst, falls die rattern oder um dem vorzubeugen, es klappt aber auch nicht bei allen. Es wird irgendwie am Gummi vielleicht liegen, der Scheibenwischer, ich weiß es nicht. Geh hin und die Scheibenversiegelung auf die Gummis auftragen. Das haben wir beim Juli, beim 5er, beim Golf 5 GTI mal gemacht. Das hat geholfen. Ich glaube aber, das ist nicht so vorteilhaft für die Gummis, weil eine Versiegelung auf Gummi, der geschmeidig bleiben soll und sich bewegen soll, kritisch, schwierig. Hat beim Juli aber funktioniert, da hat nichts gerattert. Das war das Schöne daran. Und ansonsten, das Glaco ist halt wirklich ein günstiges Ding von Soft 99. Da kann man absolut nicht meckern. Ansonsten, ich wüsste nicht, wie man sich sonst vor ratternden Scheibenwischern schützen kann. Keine Versiegelung auftragen. Die nächste Frage kommt vom TRK 3509. Wie bereite ich den Lack vor für eine Versiegelung? Ja, da kann ich dir ganz klar mein Autopflegebuch empfehlen, denn dort findest du nämlich auch hier dieses nette Beiblatt dazu. Da bekommst du nämlich ganz genau Informationen darüber, wie du vorgehen sollst. Und hier oben sieht man das ja. Waschen, kneten, waschen. Dann musst du hingehen und gucken, wie dein Lackzustand ist. Hast perfekten Lack, dann gehst du direkt zum Lackreinigen und Auftragen allem. Oder du hast guten Lack. Dann, ne, gelb, guter Lack, musst du nur dies und jenes machen, mittelmäßiger Lack oder du hast schlechten Lack. Falls du wirklich ganz, ganz schlechten Lack hast, dann musst du hingehen und da gibt es natürlich auch Beispielbilder in dem Buch mit drin, damit du das genauer einkategorisieren kannst für dich. Gehst du hin und machst eine harte Schleifpolitur, danach eine Anti-Hologramm-Politur und dann das nächste. Also das sind eigentlich immer so die Vorgehensweisen. Und solche Sachen, die findest du halt detailliert, ganz genau, alle komplett schön bebildert hier in dem, das darf ich sagen, meistverkauftesten Autopflegebuch in deutscher Sprache auf dem gesamten deutschen Markt. Und das ist eine Sache, da bin ich echt stolz drauf. Da habe ich ja auch anderthalb Jahre dran gearbeitet an diesem Exemplar. Und ganz liebe Grüße gehen an den Jürgen vom Hehl Verlag nämlich raus, der nämlich maßgeblich auch damit geholfen hat, dass das Buch so geil geworden ist, wie es ist. Und es sind über 10.000 verkaufte Exemplare schon. Also da geht Dank an euch raus. Sehr, sehr geil. Nächste Frage vom MK5 Leon. Kann ich jeden Felgenreiniger auch als Flugrostentferner verwenden? Und da sage ich direkt, nein, das geht nicht. Fragt mich nicht warum, welcher Inhaltsstoff, kann ich euch nicht sagen. Müsste ich mal bei den einzelnen Entwicklungsabteilungen, bei Sonax, bei Dr. Wacke und wie sie alle heißen, mal nachfragen. Aber es muss irgendein Bestandteil drin sein, sonst funktioniert es nicht. Weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich weiß zum Beispiel, ein Tuga Grün, wo ich den gerade hier sehe, würde ich nicht als Flugrostentferner benutzen. Funktioniert nicht, nein. Deswegen ist ein Tuga ja auch hingegangen und hat mal, aber den, gibt es den richtig auf dem Markt? Ein Tuga Rex, ne? Das ist ja eigentlich ein richtiger Flugrostentferner, ein eigener. Deswegen hat ein Dr. Wack einen eigenen Flugrostentferner auf dem Markt und neben seinen Felgenreinigern auch noch.
Also das würde ich persönlich nicht mehr machen. Ich habe es mal ausprobiert, gibt es auch verschiedene Videos zu, aber es funktioniert definitiv besser, einen speziellen Flugrostentferner explizit zum Flugrostentfernen zu benutzen. Ja, die nächste Frage hier vom Robin Prior. Grüße gehen raus. Meinung zu Licargo. Ja, Licargo werden einige von euch kennen. Die bringen ja mittlerweile zahlreiche Produkte raus. Ich gucke jetzt gerade mal hier bei Amazon, was die so drin haben. Microfiber-Tücher, also Mikrofasertücher. Dann haben sie hier auch so eine Standardbürste, die mittlerweile jeder irgendwie hat. Andere Tücher. Ach krass, die haben sogar Interior Cleaner, Innenraumreiniger. Es ist halt vom Prinzip her ein komplettes Amazon-Business, was dahinter steckt. Das ist ein Dropshipping, was da betrieben wird, so interpretiere ich das jetzt hier. Trockentücher, noch mehr Mikrofasertücher, was haben sie hier noch? Einen Felgenreiniger haben die mittlerweile auch. 750 ml für 16,90 €. Das ist schon eine Ansage. Da bist du schon im Dr. Wack-Bereich und das ist nun mal der beste auf dem Markt. Ein Glasreiniger für 15 €. Also alles nicht gerade günstig. Puh, ja. Es ist halt immer so die Frage, ne? Wir haben im letzten Q&A, glaube ich, wird das gewesen sein, auch darüber gesprochen mit Private Labeling und alles. Und wenn ich das jetzt hier sehe, da reizt es mich nicht sonderlich, so jetzt da irgendwie was zu machen. Das ist halt irgendwie für den User, der hingeht und sagt, ich gucke bei Amazon, suche nach Felgenreiniger und bestellt einen Felgenreiniger, weil der Top-Bewertungen hat von irgendwelchen Durchschnittsleuten, aber nicht Autopflege-Enthusiasten, wie wir das sind, glaube ich. Oder wie meint ihr das? Schreibt es unten rein. Aber wenn ich das soll, schreibt es in den Kommentaren, dann kann ich die Cardo-Sachen ja mal bestellen und ausprobieren. Oh, gute Frage hier vom Casey Cisco. Wann kommen die Spurplatten? Er spielt hier an auf meinen 5er E60, dass ich ja eigentlich Spurplatten bräuchte. Und da hat er recht, der Kai. Jo, die bräuchte ich auf jeden Fall. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf den Stress mit Einzelabnahme, weil ich habe ja ein anderes Fahrwerk drin, das Bilstein, welches habe ich? B12, ne? Pro Kit müsste es sein. Fahrwerk, genau, B12 Pro Kit habe ich ja drin. Das Fahrwerk ist auch cool, nur dass er vorne zu tief ist, die Döner-Korvette, ihr kennt das, und hinten steht er ein bisschen höher. Das wäre noch verbesserungswürdig. Und da ich eben nicht mehr das Originalfahrwerk habe, muss ich Spurplatten separat eintragen lassen. Einzelabnahmeparagraf, habe ich glaube, wie das war. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie ziemlich belastend, weil dann würde ich irgendwie 80 €, 100 € für eine Achse für die Spurplatten bezahlen und dann die Abnahme. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann lege ich da 300 € hin, habe die Felgen ein bisschen weiter ausstehen. Klar, ist geil. Aber es widerstrebt mir einfach. Habe ich noch nicht so einen Bock drauf gehabt. Da schreibt mal eure Meinungen rein. Schöne Frage hier vom Atzedaso. Gute Detailer-Tasche für Grundsortiment dauerhaft im Auto lassen? Fragezeichen. Generell ja, pass aber auf die Temperaturen auf. Generell kann man meiner Meinung nach so eine, ich habe eine immer dabei Tasche, habe ich auch. Ich habe die aber auch jetzt im Auto, das ist meine Meguiar's Tasche. Ich verlinke die mal unterhalb des Videos, die ist ganz cool. Da habe ich immer so ein paar Sachen drin, ein Glasreiniger, ein paar Tücher und so weiter. Dann Detailer, falls mal ein Vogel irgendwie draufkackt, damit ich unterwegs das Ganze entfernen kann. Alternativ dazu kannst du aber auch hingehen und nimmst dir beispielsweise eine von den coolen Sonax-Boxen. Das sind diese hier. Sonax Trucker Box heißen die. Die sind ganz cool. Ja, hier schön mit doppeltem Deckelchen, sodass du hier einiges reinpacken kannst. Und wenn du sie nicht brauchst, kannst du die auch zusammenklappen wie so eine Faltbox. Das ist halt geil. Alternativ auch noch ziemlich cool ist natürlich hier so eine ganz einfache Giant-Tasche. Die hat aber auch keine irgendwie Funktion, dass du jetzt hier was reinstecken kannst oder ähnliches. Das stellt man oder legt man einfach nur rein. Kannst du die umhängen, wenn du jetzt damit noch spazieren gehen willst oder sonst was. Also dafür ist das ganz cool. Und ja, um die Frage nochmal zu beantworten, also definitiv, ich würde auch immer was im Kofferraum dabei haben, habe ich ja auch. Ja, schöne Frage jetzt quasi zur Winterzeit bzw. zum Ende der Winterzeit. Heißt hier vom World of D, was machst du im Winter bezüglich der Unterbodenwäsche? Lieber doch mal durch die Waschstraße, Fragezeichen. Nein, durch die Waschstraße nicht. Ich weiß aber, das hat mir vor Jahren irgendein Abonnent mal gesagt, der an der Waschstraße gearbeitet hat, der konnte bei sich wirklich in der Waschstraße ein Programm verkaufen, nur Unterbodenwäsche, ohne dass die Bürsten kamen. Das war geil. Aber so eine Waschanlage habe ich nie gefunden. Da würde ich auch reinfahren. Ja, dann würde ich es machen. Aber so wirst du den Lack zwangsläufig verkratzen. Jede Waschanlage verkratzt. Auch die Handwäsche verkratzt den Lack. Ich frage mich immer, dass das immer noch so viele gibt. Ja, aber die ist aus Textilfasern, die ist aus Lappen und was weiß ich, alles, was da erfunden und gemacht wird. Die verkratzen trotzdem den Lack.
Punkt. Ganz einfach, gar keine Diskussion. Und ja, auch die Handwäsche verkratzt den Lack. Sie verkratzt ihn aber weniger als jede andere Waschbox oder auch sonstige Waschanlage. Um die Frage zu beantworten, Unterbodenwäsche mit dem Hochdruckreiniger. Ganz klar, du gehst hin und machst das Ganze mit dem Hochdruckreiniger unten drunter. Kannst auch noch mit einem APC hingehen, wie zum Beispiel ein Sonax Multistar. Und sprühst das Ganze unten im Bereich ein bisschen ein und dann mit dem Hochdruckreiniger unten gründlich abspülen, sodass das Salz natürlich gelöst wird und runterkommt. Und ansonsten, wenn es natürlich wieder zu besseren Temperaturen kommt, sodass dann auch mal ein Regen ist und alles, nimm eine große Pfütze mit. Das macht man auf der Autobahn quasi zwangsläufig, wenn da ein bisschen mehr Wasser liegt und alles, sodass unten der Bereich richtig, richtig freigewaschen wird. Und klar, das ist natürlich Schmutzwasser, keine Frage, aber das Salz wird das auf jeden Fall schon mal richtig gut lösen. Und dann gehst du in der Waschbox noch zusätzlich hin und holst das ganze Rest und den Schmutz mit dem Hochdruckreiniger runter.